Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Aszendent, Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Anderes ist alles in einem westlichen Horoskop. Liebe Nienurava, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Erstmal zeige ich dein Schutzengel. Dein persönlichen Schutzengel ist Engel Elemiach und hat die Zahl 4. Und die Zahl 4 symbolisiert Sicherheit, Stabilität, Struktur. Das sind deine Grundbedürfnisse in dein Leben, also das ist für dich sehr, sehr wichtig. Engel, Elemiach ist Engel, die Verborgenen, hilft dir, dein Lebensumfeld schaffen, wo du glücklich bist. Hilft dir, diese Basis zum Schaffen, die Fundament in dein Leben, dass du ein Leben führst mit Glück und Wohlstand. Entweckt bei dir die schöpferische Kraft, zeigt dir neue Wege in dein Leben, hilft, dein Lebensplan zum Erkennen, dein Lebensweg zu finden und gibt dir die innere Ruhe, befreit dich von Sorgen, Problemen, von Angst, hilft dir beruflich erfolgreich zu sein, hilft immer bei neuer Arbeit und hilft dir zum Erkennen, wer ist ein wahrer Freund und wer ist ein Feind. Das ist dein persönlicher Schutzengel, Engel Elemiach. Und das bedeutet, in dein Geburtstag war er der Herrscher über den Tag und somit ist dein persönlicher Schutzengel. In diesem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont aufgestiegen. Ich setze die Tierkreiszeichen wieder hier zum ersten Lebensbereich. Wieder beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Aussehen, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Bist kämpferisch und dich kann man schnell von etwas begeistern. Vielleicht verlierst manchmal die Geduld und so nehmen die Menschen dich auch wahr, aber andererseits diese Faszination, du fängst immer schnell was Neues an. Kann sogar bedeuten, dass dein Aussehen, je nach deiner Lust und Laune, deine Begeisterung ändert sich auch, weil der erste Lebensbereich hat einen Einfluss auch auf dein Aussehen. Beim zweiten Lebensbereich, hier handelt es sich um Werte. Wertschätzung und auch Selbstwertgefühl. In diesem Lebensbereich ist auch die Finanzen und energetisch hängt das auch sogar zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert oder ich habe das nicht verdient, dann bekommt auch nicht, weil mit dieser Einstellung, was soll dabei rauskommen? Also die Einstellung immer ändern, ich bin es wert, ich nehme das im Besitz, besser gesagt, ich habe schon im Besitz, das ist noch eine Stufe weiter und das beeinflusst sogar deine Finanzen. In diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Stier.
Und Stier passt auch ganz gut, weil Stier herrscht über Geld und Finanzen. Im dritten Lebensbereich ist die Schule, die Jugend, das ist Vergangenheit. Aber das sind die Erinnerungen, wie hast du das erlebt? Als Erwachsene hier in diesem Bereich befindet sich die Kommunikation, Internet, Medien, Austausch, aber auch die Verbindung zum Geschwister, Verwandten und diese Entdeckungen in dein vertrauten Umgebung. Und die tierkreiszeichnende Zwillinge zeigt, wie wichtig das ist. Du hast diese gesunde Neugier, viele Dinge entdecken, auch in dein Leben oder offen zu sein, etwas Neues kennenlernen. Diese Neugier ist da und auch die Offenheit, immer wieder etwas Neues zum Lernen. Der vierte Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich das als runde Format betrachte. Ich nenne das als der Wurzel eines Baumes. Dann können wir die Horoskop vergleichen mit einem Baum. Und hier fühlen wir uns verankert, verwurzelt. Und wir brauchen das auch, weil das gibt uns Halt im Leben. Wenn wir entwurzelt sind, dann wo sollen wir uns festhalten? Also das sind die Ahnen, das ist die Herkunft, die Traditionen und unserem Zuhause gehört auch in diesem Bereich. Hier befindet sich Krebs. Für dich ist das sehr wichtig, ein Zuhause zu haben. Und bei Krebs ist es nicht nur deine Wohnsituation, was für dich sehr, sehr wichtig ist, sondern versuche, das auch in deinem Inneren aufbauen. Weil unsere Seele braucht auch einen Raum. Und ich nenne diesen Raum als inneren Tempel. Und wir sollten wir immer wieder Zeit nehmen für unsere Seele und unsere Seele besuchen. Und das können wir dann, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir die Augen schließen, wenn wir nach innen schauen oder meditieren. Und das gestalten wir, diesen Raum, ein inneren Zuhause oder einen inneren Tempel, wo wir die Ruhe finden. Und dann kommen wir immer mehr in Verbindung zu unserer Seele. Und wenn wir erkennen, da liegt unserem Selbst, dann sind wir mit unserem Selbst im Einklang. Und wenn wir verstehen, dass diese Seele ein Teil ist von der göttlichen Schöpfung, und so ist es auch. Und das, was die Zwillinge auch erzählen, das ist Pollux, das Göttliche in uns. Und haben wir diese zwei Teile in uns, das Körperliche, was uns bewusst ist, das entspricht unserem Schicksalsweg, das ist das Menschliche, das ist Castor, was die Geschichte von den Zwillingen auch erzählt. Das ist sterblich. Ein Schicksal hat ein Ende, also wir werden sterben. Aber dieser Seelische, das ist unsterblich, das ist Pollux. Und hier ist diese Verbindung, das Sterbliche und Unsterbliche. Aber wir sollen diesen göttlichen Teil auch erkennen. Und das ist in unserem Inneren. Und dieser Tempel ist sehr beruhigend, aber nicht nur beruhigend, sondern du hast einen Zugang zu deiner Quelle und das ist deine Intuition. Dann kannst du dich inspirieren lassen, Inspiration kommt auch noch dazu und du spürst sofort das Göttliche. Und tatsächlich, Pollux, dieser unsterbliche Teil in uns, ist in Verbindung
zum Gott, zu dem Göttlichen. Und das kennt kein Zeit und Raum, sondern das ist sofort spürbar. Und das ist dein Basis, das ist dein Fundament. Die fünften Lebensbereich sind die Kinder, deine Kinder, später deine Enkelkinder, aber auch deine Kindheit, dein inneren Kind. Und nicht nur dieser inneren Kind ist hier wichtig, sondern hier liegt die schöpferische Kraft. Und unsere Ideen, unsere Vorstellung umsetzen im Tat gelingt uns viel einfacher, viel leichter, wenn wir von Kindern lernen zum Spielen. Dann verspielen wir nicht in unserem Leben, sondern wir können spielerisch etwas gestalten. Und das ist diese Kreativität und Lebensfreude. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Löwe. Und das gibt dir die schöpferische Kraft, das wirklich so gestalten, weil die Tierkreiszeichen Löwe zeigt die Lebensbühne. Und versuche dein eigenes Leben auch wie ein schönes Theaterstück vorstellen. Das ist deine Bühne. Und du gestaltest es, du schreibst die Regie, du schreibst die Drehbuch und führst die Regie. Und vor allem, du spielst die Hauptrolle in diesem Theater. Im sechsten Lebensbereich ist die Arbeit, Alltag und auch Gesundheit. Hier hast du Jungfrau und das ist für dich sehr, sehr wichtig. Ich würde sogar behaupten, du hast heilerische Fähigkeiten, weil Jungfrau ist sehr ökonomisch und achtet auf die Gesundheit. Wenn du betrachtest deinen Geburtsmoment, und das ist tatsächlich so in diesem Augenblick, wo wir unseren ersten Atemzug holen, schauen wir in Westhorizont. Hier ist die Osthorizont, hier ist die Westhorizont. Und in diesem Westhorizont, in dem Moment, wo wir geboren sind, sehen wir etwas. Es wird uns etwas gespiegelt. Ein Spiegelblick ist es. Und wir erkennen unserem Seelenpartner, Auge zu Auge. Wir werfen da einen Blick. Und die Kinder bis etwa dritte Lebensjahr haben noch die Erinnerungen. Später geht es in Unbewussten, niemand beschäftigt sich damit. Die Seele, wer kümmert schon um die Seele? Wir haben andere Themen. Arbeit, Pflichten, Herausforderungen, oft kommen wir zum Unruhe oder haben wir Angst. Wir haben gar keine Zeit zu unserer Seele, sollten wir aber tun. Und wenn wir da einen Bezug haben, dann erkennen wir, wir sind gar nicht alleine. Die zweite Hälfte ist da. Unserem Seelenpartner oder bei meiner Seelenpartnerin. Und die Verbindung ist da, weil das bildet eine Einheit, wie ein Ring. Und man spürt es auch. Und diese Liebe kennt auch keine Grenzen. Und dieser Spiegel ist in Tierkreiszeichen Waage. Und Waage symbolisiert sowieso die Partnerschaft. Also das ist für dich sehr, sehr wichtig, weil das gibt dir die Harmonie und die Ausgleich in dein Leben. Die achten Lebensbereich ist der Tod. Hat aber mit Todesfall wenig zu tun. Ich schließe nicht aus, dass hier auch Trauer ist oder erbschaftlichen Sachen, aber mit diesem Tod ist was ganz anderes gemeint als Todesfall. Hier in diesem Bereich
herrscht Pluto. Pluto ist der Planet der Tod, die Verstorbenen. Und doch, Pluto ist die Kraft, was das Leben erhalten bleibt. Das ist diese Kraft. Die Kraft, die Regeneration, die Überlebenskraft, die Kraft, die Jahreszeiten, dieser Wandel hält auch im Leben. Und auch die Sexualität ist auch Pluto. Und die Sexualität ist absolut notwendig, das Leben zum Erhalten. All diese Themen gehören in diesem Bereich. Und hier hast du Skorpion. Und das zeigt dir, wie wichtig das ist für dich, diese Wandlung. Und bei dieser Wandlung ist eine Botschaft, was uns Pluto auch vermittelt, alles loslassen, was diese Kraft raubt. Sonst klappt es nicht. Und dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Neunter Lebensbereich sind die großen Reisen, aber auch die inneren Reisen, philosophischen Fragen, religiösen Themen, Spiritualität. Und da hast du eine große Reise vor dir. Das zeigt die Schütze, aber zersplitter nicht die Kraft, sondern orientiere dich in eine Richtung, was dich anspricht, was du wünschst, was deiner Vorstellung entspricht. Das zeigt die Schütze, die Bogen hier, weil das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und da liegen unsere Wünsche. Der höchste Punkt des Horoskopes ist die Krone. Wenn wir die Krone tragen, dann bekommen wir Anerkennung, Respekt und Ansehen. In welchem Lebensbereich suchen wir diese Ansehen und Respekt? Meistens bei Berufung. Und genau hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. In ersten Lebenshälften ist ziemlich hart. Ziemlich hart. Du hast gehabt in jungen Jahren, du bist übersehen, du bekommst zu wenig Respekt. Im zweiten Lebenshälfte ist besser. Du bist dann auch ernst genommen. Aber wichtig ist hier die Kraft, die Geduld und Ausdauer und vor allem Ziele. Ziele setzen und das nicht aus die Augen verlieren, sondern klettern bis zum Spitze des Berges. Und da hast du die Kraft, das auch zu erreichen. In früheren Jahren sind hier Einschränkungen. Die elften Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche und Sehnsüchte, aber auch Freundschaften, Bekanntschaften, soziale Kontakte. Hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Mit dir ist ganz einfach kommunizieren oder Freundschaft schließen, bis ein gewisser Grad. Und da hast du eine Mauer und du lässt nicht so einfach die Menschen auf dich nah. Aber nach außen bist du humorvoll und pflegst auch diesen Kontakt, aber das darf nicht zu persönlich sein, weil dann erreicht sich die Grenze, wo du dann hast du eine Art Stoppschild bis dahin und nicht weiter. Das ist so mein persönlicher Bereich, da lasse ich niemand rein. Also das sind nur ganz wenige Menschen, die da einen Eintritt haben. Das ist Wassermann. Die zwölfte Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse, auch karmischen Themen und auch geheime Feinde. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fische. Jetzt die Planeten und die beiden Lichter. Sonne befindet sich in deinem Horoskop in Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist hier im 12. Lebensbereich. Und das bedeutet, du bist kurz nach Sonnenaufgang geboren. Und das kannst du so vorstellen,
Es stieg die tierkreiszeichnen Fischen in Osthorizont auf. Es ist hier Sonnenaufgang und du bist noch gar nicht geboren. Du bist noch im Mutterleib. Und so etwa 20 Minuten, halbe Stunde später steigt wieder in Osthorizont hoch. Das dreht sich alles hier und kommt dein Geburtsmoment. Sonne ist aber ganz nah und die Sonne flüstert die tiefe Geheimnisse des Lebens und das erlebst du, erfährst du im Mutterleib. Und du hast die Augen auf die Geheimnisse, auf die tiefe Geheimnisse, weil du schaust immer hinter dem Kulissen, was ist da zum Verborgen. Und du erkennst mit diesem Auge, Sonne ist auch Auge, mit diesem Auge erkennst du auch die Feinde. Der einzige Nachteil, was du hier hast, das fühlt sich an, noch gar nicht geboren werden. Das ist die Sonne, das strahlt, die Sonne ist die Licht, die Mittelpunkt unserem Sonnensystem. Und hier im Verborgenen steht im Schattenseite und du erlebst es ein ganzes Leben lang, du bist immer übersehen. Und das verletzt dein Stolz, weil die Sonne muss leuchten, glänzen. Was kannst du tun? Was kannst du tun, dass du wahrgenommen bist? Du brauchst eine neue Identität wie ein Neugeburt. Damit bewusst zu werden, du hast auch eine Sonne, nicht nur anderen. Auch wenn das noch im Mutterleib ist, also symbolisch gesehen fühlt sich das so an. Zu dein Selbst stehen. Natürlich gibt hier Vaterthemen. Sonne steht in Verbindung zum Vater. Und etwas musste deine Mama erleben in Schwangerschaft. Dass das so ist, dass in deinem Geburtshoroskop die Sonne in dieser Position ist. Dieser 12. Lebensbereich beschreibt auch die Schwangerschaft. Also nicht umsonst ist ein Planet oder Sonne, Mond hier. Und die Mutter überträgt ihren Gefühlen auf das Kind. Aber ich möchte jetzt nicht in die Tiefe gehen. Nur zum Überlegen, welche Themen hast mit deinem Vater. Und wie findest du deine Identität? Natürlich wieder hilft dir dabei, das gibt dir die Kraft. Und deine Sonne muss raus im Mittelpunkt. Du musst das sichtbar machen und das kommt aus eigener Kraft wie eine Neugeburt. Und dazu sollst du die Tierkreiszeichen Fischen kennenlernen. Weil deine Sonne ist in den Tierkreiszeichen Fische und das ist dein Selbst. Die Tierkreiszeichen Fischen bestehen aus zwei Fischen. Astronomisch auch südlichen Fisch und nördlichen Fisch. Die beiden Fischen sind miteinander verbunden. Alpberg ist dieser Stern, was die beiden miteinander verbindet, wie eine Nabelschnur. Das Problem ist bei den beiden Fischen, wenn ich das als Problem bezeichnen darf, es ist kein Problem in Wirklichkeit, sondern Erkenntnisse. Die beiden Fischen schwimmen in andere Richtung. Und hier ist Wasserelement. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Also die beiden Fischen schwimmen in Wasser. Aber die eine Fisch sagt, ich kann gar nicht schwimmen, ich habe davon so eine Angst, ich brauche ein Rettungsboot. Und die andere Fisch sagt, Haya, was hast du denn, wer soll sonst schwimmen können? Wir sind die Fischen, das ist unser Element, da kann doch gar nichts passieren, überhaupt nicht. Du brauchst nur Orientierung und kein Rettungsboot.
Ich habe das ein bisschen übertrieben. Nur zum Versinnbildlichen, was ich damit meine. Es gibt Fischengeborenen, die haben Angst vor Leben. Und die halten in diesem Gefühl fest. Und es blockiert, weil Angst blockiert immer. Und dann wundern sich, dass nichts vorangeht. Und dann kommen natürlich die Wasserelement, die Gefühle, die Emotionen, die Hilflosigkeit, die Angst wird immer größer. Und dann erzählen sie das auch noch, bekommen sie Mitleid, haben sie selbst Mitleid und genießen sie das. Dass jemand da ist, die um sie kümmert. Und das ist dieses Rettungsboot. Und da versuchen sie festzuhalten. Und bekommen sie auch diese Unterstützung, weil ein Mensch, wo Herz hat, hat auch Mitgefühl und jeder springt das dann ein und jeder ist für die da und entsteht ein Zustand, ich genieße, dass ich leide. Und das nennt man Selbstmitleid. Und sie kommen von diesem Teufelskreis nicht raus, weil sie das festhalten. Das ist die eine extreme Richtung. Die Lösung liegt daran, sagen, wovon habe ich eigentlich Angst? Ich muss nur zeigen, dass ich als Fisch schwimmen kann. Und das stellt dich gar nicht die Frage, weil ein Fisch kann auch schwimmen. Nur kein Mensch hat diese Frage gestellt. Das ist so selbstverständlich. Und diese Selbstverständlichkeit ist die andere Richtung, dieses Urvertrauen, wo die andere Richtung sagt, da kann doch gar nichts passieren, ich lebe meinen Traum, meine Vision, was soll da passieren? Das alles schwimmt auf mich zu. Das ist die Privileg der Fischengeborenen. Und hier ist die Reichtum verborgen. Nicht nur die Ideenreichtum und das glücklich zu sein, sondern auch die finanzielle Reichtum. Statistisch wurde bewiesen, dass die meisten Bankier sind in tierkreiszeichnenden Fischen geboren. Weil sie haben diese Spürnase, sie wissen, die müssen das nur vorstellen, das Geld schwimmt auf sie zu. Und diese Urvertrauen, das, was eigentlich hier die Reichtum zeigt, das ist diese Quelle, was die Fischen hier verborgen, im Verborgenen ist. Das ist im Verborgenen. Deswegen ist diese zwei Richtungen. Und jeder muss sich orientieren, in welche Richtung schwimmt im Leben. Und hier in tierkreiszeichnenden Fischen, Schritt für Schritt kann man das verwirklichen. Erstmal braucht man einen Traum. Und Traum haben die Fischengeborenen. Die sind auch verträumt. Also Fantasie ist da. Das ist die Neptun-Energie, was hier herrscht. Träume, Visionen. Wunderbar, die Fantasie ist da. Und die ganze Geheimnis liegt daran, wenn man das vertraut. Und glaubt daran. Und da loslassen, geschehen lassen. Und genau das passiert, weil dieser Traum wird wahr. Und man versteht mit dem laufenden Zeit, dass Angst hält nur auf, total überflüssig. Und braucht man nicht, weil das blockiert. Und hier ist für dich wichtig, das Verinnerlichen, du bist ein, das gehört zu deinem Wesen, das ist deine Sonne, das ist dein Selbst, du bist im Tierkreiszeichen Fischen geboren. Also bestimme diese Richtung. Du brauchst in dein Leben einen Traum, du brauchst eine Vorstellung. In allen Ebenen, auch beruflich, auch in die Liebe, Partnerschaft, auch finanziell, alles, was du erreichen möchtest, du brauchst diesen Traum. Und dann glaube daran.
Und vertraue das. Und dann lass los. Und dann weißt du, da kann gar nicht schief gehen, weil das kommt auf dich zu. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Stier. Und du hast auch ein gutes Gefühl zum Geld, wenn du auf dein Selbstwertgefühl achtest. Das ist die Voraussetzung. Und du hast auch sehr viel künstlerische Begabung. Hier bei Fischen herrscht Neptun. Das ist die Fantasie, das Künstlerische, dieser Traum, diese Vision. Und dann kommt Mond dazu im Stier. Das ist eine ganz starke Position des Mondes. Hier kann Mond wirklich schön entfalten. Das ist weibliche Energie und sehr kreativ, künstlerisch begabt. Und wenn hier im zweiten Lebensbereich ist, dann kannst du das umsetzen in Tat und Geld damit machen. Das ist immerhin der Bereich des Geldes. Merkur ist der Planet der Kommunikation. Merkur ist im Skorpion. Merkur zeigt auch deine Kindheit und Jugend, weil Merkur herrscht in diesem Alter. Und das war nicht ganz einfach. Es gaben auch Zeiten, wo für dich eine große Herausforderung war. Ich könnte sagen, das war mit Tränen verbunden. Und hier brauchst du die Transformation, die Selbstfindung, Löwe im fünften Lebensbereich und Merkur, diese Erinnerungen an Kindheit, Jugend. Hier brauchst du die Transformation, davon zu verabschieden. Und das kann ich so beschreiben, all das, was wir erlebt haben in Kindheit, diese Erinnerungen bleiben. Und diese Erinnerungen begleiten uns bis zum unserem Lebensende. Die schönen Erinnerungen, Bilder sollen wir behüten, bewahren, weil das gibt uns Kraft und Stärke. Und diese Erinnerungen, was mit Tränen verbunden sind, sind auch da, können wir nicht so tun, wenn das nichts wäre, aber nicht aufhalten. Keine Zeit damit verbringen, sondern sofort umdenken, hier und jetzt sein, dann nachdenken, was kommt in Zukunft. Dann ist das hier diese Transformation und du wirst sehen, wie leichter dir viele Sachen fallen in dein Leben, kommst du mehr zum Leichtigkeit, zu diesem Spielerischen. Deine Tränen werden immer weniger und dadurch auch die Angst immer weniger. Venus befindet sich in deinem Horoskop in den Tierkreiszeichen Widder. Hier im ersten Lebensbereich. Das ist in jungen Jahren nicht so einfach, die Weiblichkeit leben. Venus fühlt sich nicht allzu wohl im Widder, aber hier im ersten Lebensbereich bekommst du von diesem Venus-Energie natürlich eine großartige Unterstützung, weil du bist eine schöne Frau. Oder du achtest auf dein Aussehen, dein gepflegten Aussehen und zeigt auch deine Kreativität, zeigt auch, dass du als Frau wahrgenommen bist und mit diesem feurigen Element natürlich auch die Leidenschaft. So bist du wahrgenommen, eine leidenschaftliche, gepflegte, schöne Frau. Mars befindet sich im Horoskop im Tierkreiszeichen Skorpion. Wenn hier um Erbschaft geht, dann wird das nicht einfach sein, weil mit dieser Mars-Energie musst du dich wirklich richtig durchsetzen. Aber bedeutet auch, Mars in diesem Bereich, wie wichtig das ist, deinen Gefühlen zum Transformieren, das ist eigentlich ein
alchemistischen Prozess in uns, unseren Gefühlen zum Veredeln. Und dann hast du die Kraft, dich zu behaupten im Leben. Die Angst, Zweifel, das kann natürlich blockieren. Dieser alchemistische Prozess bedeutet, die alten Alchemisten haben die Metallen veredelt. Die Ziel war, Gold zu gewinnen. Das hat auch eine symbolische Bedeutung, weil Gold als Edelmetall steht zu Sonne. Und Sonne symbolisiert unserem Selbst und auch unserem Auge und unserem Herz. Und das ist dieser Prozess in uns, das sind diese alchemistischen Prozesse. Und genau das passiert hier in diesem Bereich. Und hier musst du die Mars-Energie auch entdecken in dir. Dieser Mut zu haben, dich zu behaupten. Es ist zwar eine männliche Energie, aber diese männliche Energie haben wir auch. Und als Wiederaszendent kannst du das natürlich auch zeigen, weil Mars herrscht über die Wider. Und weil dein Aszendent Wider ist und Mars ist die Herrscherplanet über die Wider, zeigt die Lebensbereich, was für dich persönlich die wichtigste ist. Und das ist immer dort, wo Mars, also bei Wider Aszendent, wo Mars ist. Weil das ist die Herrscherplanet hier. Also der wichtigste Lebensbereich wird für dich sein, hier die achte Lebensbereich, und das ist die Transformation. Und das ist die Pluto-Energie, was hier was bewirkt. Deine inneren Kraft, alles kündigen, trennen, loslassen, der diese Kraft raubt, und dann dich behaupten, etwas trauen, auch mal was zu sagen, dich durchbeißen im Leben. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Jupiter gibt dir die Möglichkeiten und Chancen hier beruflich, dass du da Erfolg hast, bringt auch Glück. Venus ist im Tierkreiszeichen Widder, das habe ich. Genau, Saturn kommt als nächstes. Saturn ist auch im Widder und steht mit Venus in eine Verbindung. Oh je. Nicht so einfach. Saturn ist der große Lehrmeister. Saturn ist der Hüter der Karma und beeinflusst unserem Schicksal. Und in jungen Jahren grenzt uns ganz schön ein. Einschränkungen. Und wo erlebst du diese Einschränkungen mit dieser Venus-Energie in die Liebe? Oder du unterdrückst in den jungen Jahren die Weiblichkeit. Oder kann auch bedeuten, eine strenge Elternhaus, ganz konservativ, und du darfst nicht so sein, wie du sein möchtest, als Frau. Und diese Einschränkungen zeigt in jungen Jahren sehr viel Strenge, auch Einschränkungen und Strenge, dass es für dich nicht einfach war, wie dein Liebesleben auch erlebt hast in Jugend. Und hier mit dieser Widerenergie zeigt dieser Kampf auch, dass du rebellisch warst in dieser Zeit. Wolltest du dich unbedingt behaupten? Zum Glück, aber wirklich zum Glück, Saturn bringt auch Glück. Aber erst in zweiten Lebenshälfte. Dann sorgt Saturn dafür, dass das Stabilität kommt, und das erlebst du in dein Liebesleben. Natürlich, diese Venus-Energie zeigt auch deine Weiblichkeit und gerade hier im ersten Lebensbereich, auch wie du ausschaust.
dass du im zweiten Lebenshälfte so dein Stil findest oder findest, was eine Richtung in dein Aussehen, wo du sagst, das ist so meins, ich stehe dazu, ich bin so, wie ich bin und das kann ich so zeigen. Und das gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Aber im jungen Jahre muss es so sein, wie das andere für dich vorgeschrieben haben. Und hier bei zweiter Lebenshälfte natürlich hilft dabei, Saturn hilft dabei, dass du zu dir stehst, auch zu dir als Frau auch. Und du zeigst das auch, dass du kein Durchschnittfrau bist, sondern stehst zu deinem Stil. Und bei Liebesangelegenheiten, weil das ist auch Venus-Energie, kommt Stabilität und Struktur. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Das heißt, hast du außergewöhnliche Begabung, was du beruflich entwickeln kannst, und Uranus zeigt oft unerwartete Ereignisse, Umbrüche und Veränderungen beruflich. Im Gesundheitsbereich sollst du auf die Nervensystem achten, weil Uranus herrscht über die Nervensystem. Also immer im inneren Kraft, Ruhe bleiben, inneren Gleichgewicht. Neptun ist in Skorpion. Und hier ist wichtig die Transformation. Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen. Und diese Neptun-Energie ist das, was ich hier bei Tierkreiszeichen Fischen schon erzählt habe. Du brauchst einen Traum, eine Vision und daran glauben, das Vertrauen und das Loslassen geschehen lassen. Genau das ist es. Genau das ist diese Transformation hier, und das ist dein wichtigste, die allerwichtigste Thema in dein Schicksalsweg, das im Griff bekommen. Dann befreist du hier deine Sonne, dein Selbst. Sonne symbolisiert dein Selbst. Wenn jemand dir sagt, jetzt sei bodenständig, träum nicht so viel, lass die Meinung bei anderen. Sie haben das Recht dazu, diese Meinung zu haben. Du musst es nicht verinnerlichen. Dann kannst du sagen, ich bin halt ein Träumer. Aber ein Traum wird wahr und ich glaube das da. Und ich lasse das einfach so geschehen. Dann hast du das geschafft. Und das Ergebnis ist, das wird Realität. Und genau das ist deine Kraft hier. Das ist deine Magie, Skorpion. Das ist deine Magie. Pluto befindet sich im Jungfrau. Und das zeigt hier, wie wichtig das ist, von alles loslassen, verabschieden, was deine Gesundheit stört oder ein Job, was dir keinen Spaß macht. Es ist leichter gesagt als getan, weil wir brauchen Sicherheit, Stabilität, ein sicheres Einkommen, aber du musst dich nicht in einen Arbeitsplatz festhalten, aus Angst, sondern wenn dich das kränkt, dann sorg dafür, dass das zu Ende geht. Das ist Pluto-Energie und Jupiter gibt dir die Chancen, Möglichkeiten, und du, durch Uranus-Energie gibt es auch diese Umbrüche, Veränderungen, manchmal unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Art und Weise findest du diese Arbeit. Uranus zeigt auch einen außergewöhnlichen Bereich zum Arbeiten. Und mit Jungfrau kann das Heilung sein oder Forschung, aber du bist auch sehr kreativ. Da sehen wir hier auch Sonne in Fischen und Mond hier im Stier, Venus im Aszenden. Das zeigt dein Schönheitssinn, deine Kreativität, deine künstlerische Begabung, all das kannst du auch. So, im indischen Astrologie gibt es Mondhäuser.
Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann. Und er verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön, unschuldig, jung, eine schöne junge Dame. Und Rohini verliebt sich auch an ihn. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm: Nun gut, du darfst heiraten, aber du musst ihre Schwester auch alle heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister. Und die schönste, die jüngste ist Rohini, die älteste, aber weise ist Yeshta. Und dann sind noch die anderen Geschwister. Und der Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Jede Frau ist anderes, verkörpert auch andere Eigenschaften, aber die Lieblingsfrau ist immerhin Rohini. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Natürlich, die Einflüsse kommen von Sternen. Und genau diese Mondhäuser schauen wir jetzt an. Dein Aszendent hier befindet sich im Widder und dieser Mondhaus heißt Harani und das heißt, der Pforte des Lebens gibt dir Vitalität, Gesundheit, Stabilität im Leben, was du brauchst, aber du wirst in dein Leben etwas erleben, wie ein Neugeburt. Und wenn diese Neugeburt, wie eine neue Identität, die Selbstfindung da ist, dann hast du diese Stabilität, was du wünschst. Also das heißt hier dieser Mondhaus bei deinem Aszendent, dein Aszendent zeigt dich als Kind. Das ist deine Geburt. Und die Sonne ist im Schattenseite. Die Sonne ist dein Selbst. Und hier bist du als Kind und spiegelt hier deine Persönlichkeit. Und damit du Sicherheit, Stabilität hast im Leben, brauchst du die Selbstfindung. Und das erlebst du hier. Auch dieser Mondhaus zeigt dasselbe wie ein Neugeburt. Und das erschaffst du selbst. Wie du sein möchtest, auch wie du aussehen möchtest. Ein Neugeburt, eine neue Identität. Und das ist dein Glück, das ist die Befreiung, das gibt dir die Stabilität im Leben. Sonne befindet sich in Fischen. Uttarabhadra heißt dieses Mondhaus hier. Und das bedeutet Reinigung, Reinigungsprozess, reinigen die Gedanken, reinigen die Gefühle. Und wichtig ist das innere Gleichgewicht und das Geben und Nehmen immer im Gleichgewicht halten. Wenn dieses Gleichgewicht kippt, dann bist du entweder Opfer oder Täter. Beide ist nicht gut, also immer im Gleichgewicht halten. Mond hier im Stier befindet sich im Mondhaus Rohini. Das war diese schöne Frau des Mondes, der große Liebe des Mondes. Und das nimmst du im Besitz. Hier im zweiten Lebensbereich ist, nimm das im Besitz. Das heißt, du erlebst Glück in die Liebe Partnerschaft, weil es kommt dein Seelenpartner und sagst, dieser Seelenpartner sagt dann zu dir, du bist mein Rohini, meine große Liebe. Und das sollst du im Besitz nehmen und glauben, du bist es wert. Hier handelt es sich um Werten. Mars ist im Tierkreiszeichen Skorpion hier im Mondhaus Yeshta. Interessant ist Rohini hier die jüngste Schwester und Yeshta hier die älteste Schwester.
Und diese älteste Schwester, die älteste von diesen 27 Frauen, die älteste ist die Weise, das Ruhige und bekommt Respekt, Anerkennung und Ansehen. Und das ist hier bei Skorpion die Transformation, dass du das verlangst und bekommst in dein Leben. Merkur, und jetzt sehe ich etwas, dass hier in diesem Bild etwas nicht ganz stimmig ist, aber ich korrigiere das. Und ich erkläre auch, warum passierte dieser Fehler. In westlichen Astrologie gehen wir immer nach die Reihenfolge. Sonne, Mond und dann die Planeten nach dem Reihenfolge, wie in unserem Sonnensystem ist. Also Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Und so waren die Karten in meiner Hand. Aber in indischen Astrologie gibt es andere Reihenfolge. Nach die Wochentage. Sonne steht zum Sonntag, Mond steht zum Montag, Mars steht zu Dienstag, Merkur steht zum Mittwoch, Jupiter steht zum Donnerstag, Venus steht zum Freitag und Saturn zum Samstag. Also so ist die Reihenfolge: Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn. Und die äußeren Planeten gibt es gar nicht in indischen Astrologie, nur bei modernen Richtung. Aber ich möchte das dazu nehmen. So habe ich gelernt in westlichen Astrologie, da möchte ich nicht verzichten von Uranus, Neptun und Pluto. Aber das ist eine andere Reihenfolge und aus diesem Grund habe ich was übersehen. Aber jetzt, wenn ich die Planeten einzeln betrachte, ja, jetzt fällt mir das auf. Hier ist ein Fehler passiert und das ist die Merkur-Position. Merkur ist nämlich gar nicht in Skorpion. Merkur ist im Wassermann. Also das, was ich erzählt habe von deiner Kindheit mit Tränen und da brauchst du in dein inneren Kind zum Arbeiten, das nehme ich jetzt zurück. Wenn das im Skorpion wäre, dein Merkur, dann würde das passend sein. Aber bei dir ist das nicht so. Also zurück, da habe ich nichts gesagt. Und so verbessern wir das. Und jetzt so ist es stimmig. Merkur ist im Wassermann und positioniert sehr, sehr gut hier im Wassermann, weil hier handelt es sich um deine Wünsche und deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen. Und Merkur zeigt, du kannst handeln. Und Wassermann zeigt diese Ideenreichtum. Du hast Fantasie, du hast Vorstellung, du hast tolle Ideen und mit diesen tollen Ideen kannst du dich wirklich verwirklichen. Wie hast du die Kindheit das erlebt? Fantasievoll, ideenreich, immer in Zeit voraus, wo du auch schneller warst bei Lernen als alle anderen, weil mit Gedanken warst du schon entweder in deinen Träumen oder bei deinen Ideen. Aber das zeigt sich hier, dein Talent und das sind dein Ideenreichtum. Merkur hier im Wassermann, befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Purva Bhadra. Und in diesem Mondhaus wirkt ein Sternbild und dieses Sternbild heißt Pegasus. Und dieser Pegasus erzähle ich sofort, hier handelt es sich wieder um eine Neugeburt.
befreit zu sein vom Mutterleib. Die gleiche Thema wie hier, die gleiche Thema wie hier bei diesem Mondhaus. Und die Geschichte dazu ist folgendes. Es gab eine Königin. Diese Königin heißt Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall. Ihre Tochter Andromeda ist die schönste überhaupt. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert. Sie haben bei Neptun beschwert. Neptun ist Poseidon, der Gott des Meeres. Und Poseidon war zornig und schickte die Seeungeheuer, ein Walfisch in diesem Königreich, diese prahlende Cassiopeia zu bestrafen. Und dieser Walfisch kam an und dachte, Poseidon ist so weit weg, er kann nicht kontrollieren, was ich mache, ich mache, was ich will. Und dieser Seeungeheuer nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in ein Felsen. Andromeda war gefesselt und hat Angst gehabt. Und die Nähe war Medusa, die furchterregende, mit ihren Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählte, dass jeder, der Medusa erblickt, bekommt Angst und ist so wie ein Stein, unbeweglich. Und genau so hat sich Andromeda auch gefühlt. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und Perseus befreite Andromeda. Befreite von diesem Fessel, befreite von ihren Angst. Und Perseus tötete Medusa. Und in diesem Moment wurde von Medusas Leib Pegasus geboren. Das war die Befreiung von Pegasus. Pegasus ist ein weißes Pferd mit Flügel. Und dieser Flügel symbolisiert die Befreiung von Mutterleib. Und das, was hier deine Kindheit, Jugend mit dieser Merkur-Energie zeigt, Einfluss von Pegasus, befreie dich von dieser Verbindung. Das heißt nicht, dass du den Kontakt zu deiner Mama abbrechen solltest, sondern eine Art Abnabelung, dass du dein Selbst lebst, was in deiner Jugend, Kindheit unterdrückt wurde. Jupiter ist rückläufig und zeigt karmische Themen. Jupiter befindet sich hier im Jungfrau und dieses Mondhaus heißt Uttara Palguna. Uranus ist auch rückläufig, auch hier im Jungfrau, zeigt auch karmische Themen, befindet sich im selben Mondhaus Uttara Palguna. Pluto ist auch rückläufig, zeigt auch karmische Themen, befindet sich im selben Mondhaus, nämlich Uttara Palguna. Ketu ist die karmischen Knoten und zeigt alte Karma. Dieser Ketu befindet sich auch im Jungfrau, auch in Uttara Palguna. Und hier hast du karmische Themen. Das kann auswirken auf deine berufliche Situation oder mit sechsten Lebensbereich und mit Jungfrau natürlich auch Heilung, Heilprozess. Und dieser Uttara Palguna, dieser Mondhaus zeigt Ernte. All das, was du vorhast,
was auch in früheren Leben karmisch gesehen schon eingepflanzt hast oder begonnen hast, das trägt jetzt Früchte. Du hast die Ernte. Das heißt, bleib im Vertrauen. Alles, was du beginnst in dein Leben, was dich begeistert, führt zum Ziel. Das ist Ernte. Vielleicht dauert ein bisschen, so wie die Ernte auch, aber es trägt Früchte. Venus und Saturn hier befindet sich im Widder und dieser Mondhaus heißt Ashwini und das zeigt die Heilung. Entweder brauchst du hier als Frau oder Bereich Liebe, Partnerschaft die Heilung oder hast du heilerische Fähigkeiten. Neptun befindet sich in Skorpion hier. Und Neptun ist auch rückläufig, zeigt auch hier karmischen Themen. Und dieser Mondhaus heißt Anuradha. Anuradha bringt dir Glück. Du musst es nur in Besitz nehmen. Die indischen Astrologen sagen, wenn jemand Einfluss hat von diesem Mondhaus Anuradha, reitet mit Elefanten, also hat Glück. Das ist ein Glückssymbol. Und nicht nur das, sondern Anuradha wird mit Akrab bestrahlt und diesem Stern Akrab wirkt in diesem Mondhaus und diesem Stern befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion oberhalb von die Auge des Skorpions und die indischen Astrologen sehen sie daran die dritte Auge und das zeigt die hellsichtige Fähigkeiten, also spirituellen Fähigkeiten. Rahu ist auch eine karmische Knoten und das zeigt nicht die Vergangenheit, sondern Rahu zeigt die Zukunft, den Weg, was deine Seele ausgesucht hat, weil du brauchst das in deiner Entwicklung, weil dich das befreit. Und diese Rahu, was noch nicht kennst, das muss erstmal erobern. Dieser Bereich ist in Tierkreiszeichen Fischen, wo auch dein Sonne ist und das ist die Suche nach dein Selbst. Rahu befindet sich, dieser Mondknoten, in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Uttarapadra und das heißt reinigen die Gedanken und Gefühlen und achten auf dem Gleichgewicht, nehmen und geben muss im Gleichgewicht bleiben und es wirkt hier in diesem Bereich Tierkreiszeichen Fischen. Und jetzt noch die Verbindungen zwischen Sonne, Mond und Planeten. Dass hier Venus und Saturn eine Konjunktion bildet im Widder, das habe ich schon erwähnt. Das bedeutet, die beiden Planeten wirken gemeinsam. Die kannst gar nicht trennen, eine von den anderen. Und diese Saturn-Energie erschwert natürlich dein Liebesleben in jungen Jahren, auch dein Aussehen als Mädchen oder eine junge Frau. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dir das vorgeschrieben war, wie du dich kleiden sollst und wie du dich benehmen sollst. Und da kommen diese Einschränkungen. Du könntest nicht selbst sein. Aber Saturn unterstützt dich im zweiten Lebenshälfte, weil dann kommt die Sicherheit, Stabilität, hast deinen eigenen Stil. Mond und Mars, die stehen gegenüber und diese gegenüberliegende Position bedeutet wie eine feine Apothekenschale. Das muss immer im Gleichgewicht sein. Das betrifft dein Gefühlen. Und Mars-Energie heißt deine Kraft. Wenn dich etwas aus dem Gleichgewicht bringt, dann verlierst du die Kraft oder bei Mars-Energie und mit Widder-Aszendent kann bedeuten, dass du Wut bekommst, einen Wutausbruch und dann hast du das nicht mehr in Kontrolle. Also du brauchst immer die inneren Gleichgewicht, achte auf diesem Bild wie eine feine Apothekenschale.
die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Interessant ist auch, dass dein Mond im Rohini ist und das ist die jüngste Frau des Mondes, das Unschuldige, das Jugend symbolisiert. Und Mars ist im Mondhaus Ishta und das bedeutet die älteste Frau, die Weise, wo alles weiß und bekommt Respekt. Und du hast beides in dir und versuch das im Gleichgewicht bringen, weder die eine noch die andere, sondern in die Mitte finden. Du hast von beiden Seiten etwas. Jupiter und Ketu steht auch in Konjunktion hier und das bedeutet Vergangenheit, alten karmischen Themen. Jupiter ist auch rückläufig, zeigt auch dasselbe, nämlich Vergangenheit, Ketu sowieso. Und hier brauchst du Heilung. Jungfrau ist Heilung. Was ist hier die Heilung? Dass du die Chancen, Möglichkeiten im Leben wahrnimmst, das ist Jupiter-Energie, dann auch Vertrauen, dass göttliche Gerechtigkeit gibt, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Und hier zeigt sich, dass es etwas wiederkehrt von früheren Leben, hast du karmischen Themen und die Karma gleicht sich aus und Jupiter zeigt, das ist dein Glück. Das ist dein Glück, weil du bekommst deine Rechte. Das erlebst im beruflichen Situation, im beruflichen Umfeld. Aber achte auch darauf, dass die Jupiter noch etwas sagt und das ist deine Größe. Damit sollst du auch bewusst sein. Und das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.